Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Robert, RobTrain auch genannt, und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Wir widmen uns nämlich heute dem 4030 der ehemaligen Standardgarnitur der Wiener Schnellbahn. Die sind natürlich nicht nur auf der Schnellbahn gefahren, sondern waren auch teilweise in Gesamtösterreich unterwegs. Ja, und da hat sich eine kleine Gruppe von Modellbauern dran gemacht, dieses Fahrzeug hier nachzubauen. Da wäre mal der Dom Drehn, der für Modell und Texturen verantwortlich war. Der Tikeros hatte den größten Anteil am Projekt. Er hat am Modell gebaut, Recherche betrieben, das Skript hergestellt und auch die Texturen. Und dann der Hyglo, auch Quarator genannt, war für den Sound und die Recherche verantwortlich, und schließlich noch Railway Austria für den Sound. Und was da rausgekommen ist bei dieser tollen Arbeit, das möchte ich euch jetzt ein bisschen näher zeigen. Es gibt mehrere Versionen, und zwar gibt es einmal den 4030 in der Version 2 mit dem Jaffa-Lack. So sieht er aus. Die Garnituren sind dreiteilig. Anfangs waren sie für kurze Zeit vierteilig, dann wurden sie für die Wiener Schnellbahn adaptiert. So schaut der von außen aus. Wir schauen uns ihn von innen auch an. Also hier der Fahrgastraum. Und ich kann euch sagen, so war es wirklich. So hat er wirklich ausgeschaut. Teilweise, wie man sieht, mit grünen Sitzen. Und auch die Heizung, also das ist wirklich toll gemacht. Ich fühle mich wie in meine Kindheit zurückversetzt. Schauen wir vielleicht wieder kurz, ja, in den Führerstand werden wir mal schauen. Der ist auch ein bisschen unterschiedlich zwischen den einzelnen Fahrzeugen, einzelnen Varianten. Den Führerstand zeige ich euch und das Aufrüsten zeige ich euch ein bisschen später. Schauen wir uns einmal die Varianten an. Wieder raus aus dem Führerstand. Also wie gesagt, das wäre die Jaffa-Lack-Version. Dann gibt es zwei Versionen im S-Bahn-Lack, und zwar mit diesem Orange-Blau, mit dem alten S-Bahn-Logo, mit den lackierten Bahnräumern. Wie gesagt, auch dreiteilig. Jeweils Triebwagen, Mittelwagen und Steuerwagen, und die sind in der Nummerierung 60-30 der Steuerwagen, 70-30 der Mittelwagen und 40-30 das Triebfahrzeug. Ja, mit Scharfenbergkupplung und teilweise mit einer normalen Schraubkupplung. Also das wäre mal die zweite Variante, die Schnellbahnvariante. Dann als dritte Variante gibt es auch eine Schnellbahnvariante, aber schon mit Scharfenbergkupplung und einem Rot anstatt diesem Orange. Ich versuche eh nicht so schnell zu schwenken, weil mich nervt es immer, wenn meine Kollegen hier da rumhüpfen wie die Irren. Da wird man oft schwindelig beim Zuschauen. So, ja, auch wunderschön. Insgesamt sind 8 Fahrzeuge dabei, wobei es noch 3 Sonderfahrzeuge gibt, also insgesamt 11 Fahrzeuge. Wir sind jetzt bei der vierten Variante, das ist der Sparlack in Weiß. So schaut das aus, und auch die werden wir abschreiten, kurz. Also ihr seht, hier haben wir dann grüne Sitze drin, ah, das sind auch rote Sitze, okay. Die zwei Damen warten schon auf die Abfahrt, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Dann kommen wir zur Jaffa-Variante.
Echt gelungen. Das ist so schön, das Fahrzeug. Ich bin total nervös. Ich fühle mich wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, in meine Kindheit zurückversetzt. Und was gäbe es Passenderes als die ehemalige Hauptwerkstätte und Zugförderungsleitung Floridsdorf zur Präsentation dieser wunderbaren Fahrzeuge? 4030-239 ist eine S-Bahn-Variante. Auch hier schauen wir mal rauf. Das ist so schön gemacht, alles. Hauptschalter. Auch dass das nicht so ganz klinisch rein ist, sondern ein bisschen verschmutzt ist. Also die Texturen sind hier wirklich schön. Dann haben wir als nächste Sparlack Elfenbein. Das wäre dann, ja, das müsste die vorletzte sein. Genau, das wäre diese hier mit Scharfenbergkupplung. Die vorige hat auch eine gehabt, oder? Ja, genau. Wunderschön anzusehen. Tolle Arbeit, wirklich, Jungs. Das habt ihr echt toll gemacht. Ich freue mich schon. Das sind allerdings noch, ich sage mal, Beta-Versionen. Es werden noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Als Release-Datum hat mir der Dom Train eigentlich noch keines nennen können. Er hat gesagt, spätestens in 2 Wochen. Also heute haben wir Mittwoch, den 28. Juni. Also spätestens in 2 Wochen solltet ihr mit diesen Fahrzeugen fahren können. Die gibt es natürlich gratis, aber ihr könnt es natürlich gerne spenden. Ich finde, das wäre schon eine Spende wert. Das ist eine hervorragende Leistung, die die Jungs da gemacht haben. Also ganz, ganz toll. So, Sparlack Elfenbein war das. Und dann last not least haben wir dann Sparlack in Weiß. Ich habe da extra ein Szenario dafür gebaut und wollte da irgendwie umsteigen in die Führerstände, ist mir aber ehrlich gesagt nicht gelungen. Ich glaube, ich muss wieder ein paar Szenarien bauen, damit ich da wieder reinkomme. Sparlack Weiß. So, jetzt gehen wir rüber. Da haben wir den Eröffnungszug, und zwar vom Februar 1962. Na, am Jänner, 17. Jänner 1962, so hat er ausgesehen, und den gibt es natürlich auch dazu. Der ist hier zweiteilig. Ihr seht, er ist geschmückt. Hoppala, abgerutscht. So, der Steuerwagen. Und dann haben wir noch zwei Museumsgarnituren. Den 4030 210 mit 6030 203. Und dann den 210er, noch einmal den 210er mit dem 6030-210. Das sind die beiden Museumszüge. Ja, wunderschön, wunderschön. So schauen die aus. Immer ein bisschen Unterschiede bei den Scheinwerfern und. Wie gesagt, in 2 Wochen ist es dann soweit. Und ich muss sagen, die Dinger machen echt Spaß. Nicht einmal die Tatsache, dass sie Höchstgeschwindigkeit nur 100 km/h laufen, also Vmax 100, trübt das Spielevergnügen.
auch schön in Rot gehalten. Ja, wie gesagt, gut, gehen wir einmal in den Führerstand. Wir sind hier, ich springe nochmal raus, oder? Na ja, am 209er. Und wir werden das Ding einmal, ich werde euch das einmal von Anfang an zeigen. Ihr könnt Fenster öffnen. Auch hier. Dann gibt es bei einer oder mehreren Schnellbahnversionen gibt es hier eine Tür, auch die könnt ihr öffnen. Dann habt ihr hier die SIFA-Bedienung, die Handbremse, auch hier wieder SIFA. Dann könnt ihr hier euer Gulasch schwärmen. So, Notbremse ist da, die funktioniert auch. Dann haben wir da diverse Schalterchen. Ich muss da ein bisschen zurück so. Diverse Schalterchen. Und wir werden das Ding jetzt einmal in Betrieb nehmen. Batteriespannung ist schon vorgegeben. Die brauchen wir nicht einschalten. Wir heben einmal den Stromabnehmer. So, und der wäre jetzt oben. Hier haben wir unsere Kontrollleuchte, 15.000 Volt, also somit können wir den Hauptschalter auch einlegen. Das wäre der Richtungswender, Fahrtwender, Richtungswender genannt. Dann haben wir hier Signallampe rechts, Signallampe links und da, Blödsinn. Ich verlese mich immer um eine Reihe. Das, so, Daumen rechts, links und dann oben. Gut, dann sollten wir auf den zweiten Führerstand gehen. Steuerung Plus. Und hier müssten wir die rote Lampe einschalten, damit wir, vorne haben wir jetzt noch kein Licht, aber hier hinten haben wir schon unseren Zugschluss. Vorne müssen wir noch den Lichtschalter auf halb, ihr kennt es vielleicht von den Altbau-Elox, die es im Forum gibt. Lichtschalter auf halb ist abgeblendet, voll ist aufgeblendet. Gut, bleiben wir bei der Reihe. Was können wir? Zugheizung können wir einschalten. Hier haben wir den Zugheizstrom, Fensterheizung und das ist, geht nicht. Die SIFA-Eichtaste, ja, Kompressor. So, ich glaube, ich habe jetzt irgendwas eingeschalten, was sehr laut ist. Aber ich... Ich habe da jetzt mit dem Kompressor gespielt. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Die Deckenlampe haben wir hier mit dem Kippschalter. Die lassen wir uns gleich aufgedreht. Dann haben wir hier, können wir unsere Instrumente beleuchten, also Instrumentenbeleuchtung. Der Türwahlschalter. So, ich hoffe, das hört dann irgendwann auf. Soweit der Türwahlschalter. Die können wir wieder schließen, das machen wir mit der R-Taste.
Hier haben wir die Indusi, wachsam, frei und Befehl. Licht habe ich schon erklärt, hier können wir, die funktioniert wirklich, die Innenbeleuchtung. Wir schauen einmal nach hinten, es ist noch relativ zappenduster, also es ist Tageslicht. Und wenn wir hier den Schalter betätigen, haben wir hier die Beleuchtung eingeschaltet. Und der Sandstreuknopf. Wir haben eine Schnellabschalttaste für die Fahrstufen und das Makrofon. Ich glaube, ich habe jetzt das Wichtigste erklärt. Ah, das sind die Spiegel, okay. Es gibt natürlich nur einen linken. So, wir gehen kurz einmal raus. Also ich finde das Fahrzeug genial, Freunde. Das ist ein Wahnsinn, was die da geleistet haben. Und das wirklich als Freeware. Da muss man den Hut ziehen und einen richtigen Applaus schallen lassen. Wir werden jetzt einen kleinen Fahrversuch unternehmen. Und ich habe dann anschließend ein Szenario gebaut. Da werden wir uns drauf stürzen. So, die Handbremse ist eh nicht angezogen. So, warum der jetzt da nicht aufhört, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir steigen jetzt um auf das Szenario. Wir werden jetzt hier mal anhalten. Und ich melde mich in Kürze wieder bei dem Szenario. Bis gleich. So, willkommen zurück. Hier bei unserem Szenario, wir fahren jetzt einen Schnellbahnzug. Und zwar werden wir den bereitstellen in Wien-Floridsdorf und anschließend geht es dann weiter als Schnellbahnzug nach Wien-Meidling. Und zwar ist das der Zug 29499 mit der Planabfahrt um 12.30 Uhr in Floridsdorf. Alles klar? Gut, dann hinein ins Vergnügen. So, ihr seht, entgegen den anderen, schaut er, also entgegen dem vorhergehenden Modell, schaut er jetzt ein bisschen anders aus. So, 15.000 haben wir. Hauptschalter reinknallen. Fahrtwender nach vorwärts. Dann brauchen wir das Licht rechts, oben, rechts, links. Ich bin scheinbar zu blöd für das. So, SIFA und Indusi ist, SIFA ist Shift 7, Indusi ist Shift 8, die lassen wir eingeschaltet, nur die SIFA aus, lassen wir jetzt. Die lassen wir ausgeschaltet, damit wir uns hier besser auf das Fahren konzentrieren können. Genial, genial. Ich finde es mega. Hier haben wir das, die Version mit der Tür. So, gut. Wir gehen jetzt da auf den hinteren Führerstand und schalten das rote Schlusslicht ein. Und wieder nach vorne. Gut. Bisher haben wir noch Zeit. Ja, habe ich was vergessen? Schauen, ob die Handbremse eingelegt ist. Nein, ist sie nicht.
dann brauchen wir vorne unsere Scheinwerfer und sie leuchten. Und im Prinzip könnten wir ja loslegen. Ja, ich dürfte alles haben. So, zum Fahrschalter selbst. Das ist ein, wie soll ich sagen, bisschen schwer zu erklären. Ja, hier habt ihr die drei römischen Ziffern 1, 2, 3. Auf 1 schaltet das Fahrwerk langsam auf. Auf 2 schneller und auf 3 am schnellsten. Wenn ihr auf Fahrt geht, bleibt euch die Fahrstufe erhalten. Auf Ab läuft das Fahrwerk zurück und auf Aus schaltet das Fahrwerk komplett ab. Ich hoffe, ich habe es jetzt da einigermaßen erklärt. Ihr schaltet hier mit diesem Fahrschalter nicht die Fahrstufen selbst, sondern ihr gebt Impulse an das Fahrwerk. Wir wären hier so bei Fahrstufe 5. Der Triebwagen hat 28 Fahrstufen. Und wir könnten jetzt noch eine erhöhen. Und was ich auch genial finde, sogar der Kilometerzähler funktioniert. Wir haben jetzt 3,30, merkt euch das, wenn wir in Meidling sind und ich vergesse nicht, dann schauen wir uns das Ganze nochmals an. So, wir verlassen jetzt das Gelände der Zugförderungsleitung. Eigentlich hätten wir schon vorher Warnsignal geben müssen. Jetzt. Und dann 2000er haben wir da. Den müssten wir bestätigen. Ja, es ist so genial. Die Kunst ist da eigentlich langsam fahren mit dem Ding. Ich mache es meistens jetzt mit der Tastatur. Im Normalbetrieb, also im wirklichen realen Leben, war es so, dass man den Fahrschalter mit abwärts, also zurücklaufen hat lassen, außer es war wirklich einmal hektisch und es musste die Leistung schnell zurückgenommen werden, dann hat man auf Aus weitergeschaltet. Auch vom Sound her trifft es ziemlich genau den 4030, was ich, sofern ich mich noch erinnern kann. Stücker noch nach vor. Wir sind eine Doppelgarnitur.
so Türen öffnen wie gehabt mit der Taste T. Ja, wir sind doppelt gemoppelt. Ja, das ist auch eine Besonderheit, das erkläre ich euch dann später. Mit der R-Taste schließen wir die Türen. Jetzt können wir ruhig ein bisschen schneller aufschalten. Ja, da hatte der Schaffner so einen Plastikstift, also der Zugchef oder Zugchef war es eigentlich, hat dann später geheißen. Einen Plastikstift. Neben jeder Tür war so ein Kasterl und da, wenn er dann den Stift reingesteckt hat in diese Öffnung, das war eine Klingel zum Triebfahrzeugführer. Und einmal läuten, Türen schließen und zweimal läuten, abfahren. Und die jeweilige Tür ist dann, solange dieser Stift da drinnen war, ist die offen geblieben. Alle anderen haben sich geschlossen. Das war diese Abfertigungsmodalität damals auf der Wiener Schnellbahn. Das war auch vom 4020, teilweise hat man das dann auch am 4020 übernommen. Also wie gesagt, einmal läuten, Türen schließen, zweimal läuten, Abfahrt. Zu schnell. Ansagen gibt es deswegen nicht, weil es gab zu dieser Zeit gab es keine Ansagen in den Zügen. Das wurde dann erst viel später eingeführt. Wenn es nicht punktgenau in der Station ist, kann es sein, dass die Türen nicht öffnen, aber ich habe sie jetzt natürlich händisch geöffnet, wenn sie mit der T-Taste nicht funktionieren. Das sollte kein Problem darstellen. So, Fahrplan, glaube ich, können wir vergessen. Wie gesagt, die Abfertigung, einmal läuten, Türen schließen, die machen wir jetzt mit der R-Taste zu. Und wenn alle Türen zu sind, gibt der Zugbegleiter dann das Signal zur Abfahrt. Es gibt dann Versionen, die haben ein ganz geschlossenes Rad. Bei diesen Versionen war es so, dass man diesen Teil hier, das ist ein Scharnier, das konnte man aufklappen. Und wenn man jetzt beim Fenster rausgesehen hat, konnte man mit der ausgestreckten Hand dieses Schaltrad auch betätigen. So, jetzt hält er die Fahrstufe. Wir sind jetzt auf, ich schätze mal, 22, 24 so in etwa. Und jetzt lassen wir es zurücklaufen. Über 300 Meter haben wir noch bis zur Dreisengossen. Das ist relativ wenig, aber es läuft runter und wir können auf Ausstehen. Und mein Kollegen in der Sparwag-Variante, ich glaube in Weiß ist es,
Ja, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diese Endversion freue, wobei also das auch schon genial ist. Ja, die Idee für die Wiener Schnellbahn ist ja eigentlich schon beim Wiederaufbau des Südbahnhofs, dem heutigen Hauptbahnhof, nach dem Krieg entstanden. Und da hat man schon die Schnellbahn berücksichtigt, dass die unterirdisch dann den damaligen Südbahnhof anfährt. Die ersten Konzepte gab es im Jahr 1955. 1958 wurde das ganze Projekt dann im Gemeinderat, im Wiener Gemeinderat, beschlossen. €634 Millionen, also österreichische Schilling, waren eingeplant. Das wären heute so 46,7 Millionen Euro. Und geplant wäre die Eröffnung für 1. Jänner 1961 gewesen, konnte aber nicht durchgeführt werden, es hat sich total verzögert. Man hat erst am 25. Jänner ein zweites Gleis zwischen Wien-Praterstern und Landstraße eingebaut. Es sind dann normale Personenzüge auch dort gefahren. Hauptzollamt hat diese Station früher geheißen, also jetzt Landstraße oder Wien Mitte. Und das Stück war nur eingleisig, da hat man dann ein zweites Gleis eingebaut. Die Eröffnung fand dann schließlich am 17. Jänner 1962 feierlich statt, mit diesem Zug, den ihr vorhin gesehen habt. Verkehrsminister war Karl Waldbrunn und der Bürgermeister Franz Jonas, dem späteren Bundespräsidenten, und Bundespräsident war Adolf Scherf. Zu den Fahrzeugen selbst. Die gab es schon seit 1956. Man hatte kein Geld für eigene Fahrzeuge für die Schnellbahn. Deswegen hat man die 4030 adaptiert, aus Kostengründen modifiziert. Und sie fuhren schließlich auf der Schnellbahn bis 13.12.2003. Auf anderen Strecken bis Dezember 2004. Es gab dann eine weitere modifizierte Version, und zwar den 4130, der war vierteilig. Ein bisschen auf die Geschwindigkeit aufpassen. Der war vierteilig und der wurde eigentlich gebaut als Triebwagen-Schnellzug zwischen Wien und Zürich. Da gab es aber nur vier Stück davon. Das war der 4130. So, wir kommen jetzt zur ehemaligen Station Hauptzollamt.
Wien-Mitte oder auch Landstraße genannt. Das hat natürlich damals alles irgendwie anders ausgesehen, bis auf die Häuser da rechts und links, die stehen schon eine ganze Weile da. Mal hinter mich, damit die Leute was sehen. Warum das da seitlich immer aufploppt, kann ich euch nicht sagen. Aber mich stört es nicht wirklich. Bei so viel toller Arbeit, was die Jungs da geleistet haben, ist das wirklich nur ein kleines Manko. Ja, mein letztes Video vor der Sommerpause. Wir sehen uns und hören einander dann wieder im September. Aber Sommer ist für mich etwas kürzer. Ich muss wieder eine Woche ins Krankenhaus und dann ja einiges zu tun. Und wie gesagt, im Garten draußen keinen gescheiten Computer. Das war zwei. Wollen wir gar nicht großartig beschleunigen, weil da müssen wir dann bei der Einfahrt am Rennweg haben wir 40 wegen der Abzweigung vom City Airport dahin, also vom CAT. Wie gesagt, Vmax ist 100, steht da schön angeschrieben, das sind 36 Sekunden pro Kilometer. Also damals war man noch, ist noch genau. So, Wien-Rennweg. Also bremsen tut er wahnsinnig gut. So, ich muss mir da kurz meine Recherchen durchsehen. Ich glaube, alles, was ich mir hier notiert habe, habe ich euch gesagt. Um 45. Na, was haben wir eh? Boah, mir so mit denen habe ich nicht gerechnet, dass wir trotzdem vielen Gequatsche eigentlich pünktlich sind. Ja, und diese Nottaste, also wenn ihr Fahrstufen seid und ihr müsst aus irgendeinem Grund jetzt das Schaltwerk sofort auf Null, dann könnt ihr es hier schnell abschalten. Ich glaube, von der Bedienung her habe ich euch auch einiges erklärt.
Kilometerstand, was haben wir gehabt? 3,30, jetzt haben wir 3,38. Ja. Also sogar das geht. Ich hoffe nur, wenn das dann weiterläuft beim nächsten Mal, wenn es wieder weiterläuft, irgendwann einmal müssen wir dann zum Service mit dem Ding. Jetzt hat sich der Kompressor eingeschalten. Man sieht es hier an der Kontrollleuchte, jawohl. Jawohl, wir fahren mit der Kutsche. So, da haben wir jetzt Ausfahrt mit 40. Können hier mal aufblenden, das Licht. Es ist eine Gewohnheitssache mit dem Fahren, mit diesem Schaltwerk. Aber an und für sich also funktioniert das ganz gut. Wie gesagt, 1, 2, 3, je weiter ihr das ansteuert, desto schneller schaltet sich das Schaltwerk hoch. Beziehungsweise auf Ab geht es runter, auf Fahrt könnt ihr die Stufe halten. Und auf Aus, dann geht es ganz auf Null. So ähnlich wie bei der Straßenbahn bei Mi 1. Wenn ihr mit dem Fahrhebel nach vorne geht, schaltet ihr automatisch auf. Zurückgehen, bleibt die Fahrstufe, die jetzt momentan aktuell ist, eingeregt. Und so geht es auch hier mit dem Rad. Quartier Belvedere, diese Station hat es damals natürlich auch nicht gegeben. Da ging es vom Rennweg gleich durch bis zum Südbahnhof. Na, jetzt könnte es eng werden. Ah, das bockt da. Werde auch dann im Herbst ein paar schöne Szenarien bauen mit diesem 4030. Der ist ja nicht nur auf der Schnellbahn-Stammlinie gefahren, sondern auch auf anderen Strecken in Österreich. Auf jeden Fall eine Bereicherung. Jetzt werden wir mal schneller aufschalten, weil in Kürze haben wir dann Hauptbahnhof Südtiroler Platz. Aus. Ihr seht, wie der runterläuft. Na, es ist so genial. Ich kann mich nicht zurückhalten, sorry. Es ist wirklich, ich habe so Freude mit dem Ding.
Aschenbecher da? Ah, ein Aschenbecher, haben sie vergessen. Uiuiui. Was das ist, weiß ich nicht. Vielleicht Flaschen halt oder so, irgendwas, keine Ahnung. Was macht der Plan mit 50? Nein, das ist ein Wahnsinn. Das ist. Ich sollte doch wieder mit der Tastatur arbeiten. So, jetzt werde ich einmal was wagen. Ja, wir sind noch am Bahnsteig. Das geht nicht. Zum Schluss jetzt noch ein Verbremser. Na, das wäre Schande über mich. Jetzt sind wir schon bei 42, also er läuft weiter. Ich finde das echt arg, wirklich. Da sieht man, was man wirklich ohne irgendwelche riesigen Honorare leisten kann. Sicher, es ist jahrelange Entwicklung dahinter und ich muss sagen, immense Arbeit, ja. Aber so sind nicht einmal PWR-Fahrzeuge ausgestattet mit diesen vielen Funktionen und dieser Vielfalt. Ups, ich wollte ja gerade noch aufschalten, okay. Nein, das mag er mich nicht mehr. Die Ruckler sind von der Strecke, die kommen nicht vom Fahrzeug, gell? Wollte ich nur gesagt haben. Aber im Prinzip können wir ihn ja auslaufen lassen. Wir fahren ja in Kürze in Wien-Meidlingen. Ja, soweit der 40-30. Also ich glaube, ihr könnt euch freuen. Mein Testurteil, nicht gut, sondern genial. Wirklich genial.
hervorragende Leistung von den vier Entwicklern, die ich eingangs namentlich schon genannt habe. Ich werde sie aber jetzt nochmals vorlesen. Der Domtrain, der Tikeros, Quarator, also Hüglo und Railway Austria. Ich bedanke mich bei euch für diese wunderbare Arbeit, dass sie uns allen eine Freude macht mit diesen Fahrzeugen. Ihr habt Geniales geleistet. Ja, und bei euch bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder auf meinem Kanal seid. Ich würde mich auch freuen über einen Daumen hoch. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Train-Simulator und speziell mit dem 4030, dem Triebwagenzug. Ja, es steht auf der Seite, es ist mir jetzt gerade eingefallen, ET, das steht für Elektrotriebwagen. Alles klar, also dann, das haben wir gut gemacht. Dank eurer Hilfe. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald, euer Robert, euer Robtrain. Liebe Grüße aus Wien.